Am Samstag, da geht das zweite Türchen auf, aber es spielen auch die Preußen und zwar in Lotte. Und einer, der sowohl in Lotte als auch in Münster schon gespielt hat, steht jetzt gerade neben mir, Jérôme Alhazaimi. Wie sieht's aus vom Samstag? Vorfreude auf dieses Spiel? Ja, natürlich, Vorfreude gegen den Ex-Club, die ist immer vorhanden. Gerade wenn man noch dort spielt und mit so vielen Fans anreist, machen wir das zum Heimspiel und freuen uns drauf. Das ist jetzt nicht deine leichteste Saison gerade in Münster, du kommst oft von der Bank. Morgen Hoffnung von Beginn an zu spielen oder zumindest reinzukommen? Die Hoffnung zu spielen, die ist jede Woche da, aber ja, das müssen wir den Trainer fragen. Er hat mir noch nichts gesagt und werden halt morgen schauen, ob es von Beginn an ist oder irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit. Was ist das Problem in dieser Saison für dich im Spiel? Ja, das Problem ist, dass ich ja nicht spiele. Das ist das Problem. Hast du eine Begründung dafür? Eine Begründung nicht. Müssen wir den Trainer fragen, warum er mich nicht auf Anlauf stellt. Ich habe keine Begründung. Hast du noch Kontakt nach Lotte und wie bewertest du die Sportfreunde in dieser Saison? Ja, natürlich, der Kontakt, der fällt nicht so leicht weg. Ich glaube, der größte Kern, mit dem wir aufgestiegen sind, der ist immer noch da. Die spielen auch. Ja, die haben auch eine schwere Saison gerade, so wie wir. Versuchen natürlich auch morgen im kleinen Derby alles rauszuhauen. Ein Tipp für morgen, was wäre ein gutes Ergebnis für die Preußen? Sieg wird, wäre das so eine Art Befreiung, endlich mal wieder ein Auswärtssieg und auch einen direkten Konkurrenten im Keller in Schach zu halten? Natürlich hoffen wir auf den Sieg, gerade weil wir Tabellennachbarn sind. Es geht um vieles für beide in der Saison und wir hoffen, dass wir die 3 Punkte auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt kommt gleich noch das Letzte, das Abschlusstraining. Irgendwas dafür vorgenommen oder weil es morgen gegen Lotte geht oder geht man immer mit der gleichen Einstellung rein? Nee, man geht jede Woche mit der gleichen Einstellung ein, dass man am Wochenende natürlich spielen möchte, dass man Gas gibt und die 3 Punkte einfährt. Ja, dann viel Glück und viel Spaß. Dankeschön.